Oh nee. Au, ich hab mich auf das Headset gesetzt. Deswegen geht das kaputt. Ach, ja, bin wieder da. So, mehr oder weniger. Boah, bin perfekt geschafft, bin ich gut. Heute ist leider nichts trinken können, aber egal. Und ich habe mich auf mein Headset draufgesetzt. Ich habe nämlich auf den Stuhl draufgelegt. So, ich habe jetzt nicht gesehen, was passiert ist, aber egal. Okay, eine Flaumspielmarke ist noch da. Oder flauschige Spielmarke, wie die hier heißen. Oh, geil. Guck mal, was ich gezogen habe. Ich würde mal sagen, die aktiviere ich jetzt. Blitzeinschlag. Und ich lege wen ab? Ich glaube, diesen Axträuber. Ne, hier den. Oder? Ne, ich lege den Axträuber ab. Und dann spiele ich... Ich könnte jetzt angreifen, ne? Ich lege den da aber jetzt mal. Und probiere mal, ob dieser Effekt funktioniert. So. Das Coole ist, wenn ich den hier spiele und dann hier die Karte mit dem ausrüste, kann der eigentlich nicht mehr zerstört werden von Monstern. Oh nein. Ja, nein. Oh, Mist. Bitte greif die Flaumspielmarke an. Hä? Boah, wie gut. Ja, genau. WTF, voll der gute Zug. Ihr seht, der ist richtig gut einfach. Boah, voll übertrieben. Ja, ist klar. WTF. Gott. Scheiße, mein Monster ist auf jeden Fall tot. Hallo? WTF, wie gut ist der denn? Oh, ich trinke mal was, ey. Lauter hier Dings, ne? Ah, erfrischend, jo. Danke. Ja, also ich finde, um ehrlich zu sein, ne, ist eigentlich voll fair und so. Ey, WTF. Oh oh, das gibt viele Punkte. 3300. Alter, was... Oh Gott, ich muss jetzt nochmal einen Blitzeinschlag ziehen. WTF. Ihr seht, wie gut der ist. Und das schaffe ich jetzt noch niemals mit dem Deck hier. Und ich habe da... Wie sollte ich das bitte schon vorher mit diesem Neo-Kack-Deck schaffen? Oh, das ist jetzt eigentlich schon ganz gut. Zumal kann ich mir jetzt nicht... biete ein Monster zum Boot an, werde ein Monster zum Gegner, übernimm die Kontrolle bis zur Endphase. Ich könnte jetzt... Einfach den hier... Ne, warte mal. Gut, jetzt muss ich kurz überlegen. Wenn ich Gehirnkontrolle mache, dann kann ich mir... den holen, dann zerstöre ich damit den. Dann spiele ich den hier, mache gemeinsam sind wir stark und zerstöre damit den... Geht das überhaupt? Ja, ne? Und zerstöre damit dann Stratos. Oh, ne, ich habe eine bessere Idee. Oh, hoffentlich geht das. Warte, ich muss jetzt überlegen. Ich benutze jetzt Gehirnkontrolle. Hol mir den. Oh, geht das? Ich probiere mal. Also... aktivieren. Hoffentlich klappt das, ey. Geil wäre gewesen, wenn ich jetzt nur noch 800 Lebenspunkte gehabt hätte. So, ich wähle mir jetzt den hier. Klau mir den. Jetzt aktiviere ich bitte G. Die. Opfer mein Monster. Weil ich gerade einfach geklaut habe. Klappt. Opfer den. Hol mir ihn hier. Spiel dann den ausgebildeten keltischen Wächter. Verlieren werde ich aber wahrscheinlich trotzdem. Aktiviere gemeinsam sind wir stark. Dann rüste ich den damit aus. Oh, ist das hier 3000? Und jetzt kann ich derbe angreifen. Okay. Ich denke, das ist egal, womit ich angreife, ne? Ich glaube schon. Das Problem ist halt, wenn das Monster jetzt nächsten Zug wieder ja, auf Jadens Feld geht, verliert mein Monster 800 Punkte. Und dann bin ich gearscht, wenn er jetzt ein Monster hier verloren. Geil. Ich überlebe noch, aber ich habe jetzt gar nichts mehr. Ach stimmt, die können jetzt zerstört werden. Stimmt, geil. Stimmt. Bin gerade überlegen, ob ich den jetzt zerstören soll, weil das ist doch schon ein bisschen gefährlich. Ach stimmt, den kann ich ja dann abwehren, das ist gut. Greife ich auf jeden Fall an. Oh, Sangan, scheiße. Wen holt er sich? Oh oh. Noch so eine Erde-Hex versiegelte Scheiße einfach. Ich trinke nochmal was, das ist so aufregend. Ah. Und das Gute ist,
Wenn der sein Monster jetzt entwechseln kann, kann ich den zerstören. Aber ich denke, der kann den jetzt nochmal flippen. Oder? Ne, kann er nicht. Geil. Komm schon, Monster. Naja, egal. Ich spiele die jetzt einfach mal. Nur zur Sicherheit. Hätte ich eigentlich nicht machen sollen. Ist mir gerade aufgefallen. War richtig dumm. Wie mir immer im Nachhinein so auffällt. Boah, das ist super knapp. Aber ich glaube nicht, dass ich noch gewinnen werde, oder? Ich bräuchte jetzt echt ein Monster, weil dann hätte mein ausgebildeter keltischer Dings hier einfach 3000 Punkte. Oh Gott. Jetzt kommt bestimmt so Spiegelkraft oder so. Weil das hat ja hier irgendwie jeder im Deck. Oh, die bringt mir jetzt mal sau nix. Okay, jetzt kommt irgendeine Karte, die mir Monster zerstört. Oh, komm schon. Ich brauche ein Monster, weil ich spielen kann. Nein! Oh, oh, ich habe verloren, oder? Boah, wie lange der sich jetzt Zeit gelassen hat. Oh, ich könnte fast gewinnen. Ich habe jetzt die Wahl. Entweder... Oh, das ist so gefährlich. Wenn der jetzt ein Monsterspiel für 1700 oder so hat, dann würde ich verlieren. Mist. Was werde ich jetzt machen? Ich setze den hier jetzt. Auch wenn das irgendwie ein bisschen dumm ist, aber... Wehe, der hat jetzt irgendwie so Schilddurchbruch-Dings oder wie das heißt, ey. Der konnte noch nicht was machen. Toll, hätte ich jetzt gewonnen normalerweise. Okay, hiermit kann ich schon mal Monster abwehren, das ist ganz gut. Leider hat er dieses Schild hier. Ach, das hat 1000. Ne, hat 0 Angriffspunkte. Nein, da will ich jetzt nicht machen. So. Oh, ich hätte jetzt, wenn er jetzt nichts hat. Ne, hat er nicht. Ich hätte jetzt gewinnen können, wenn ich jetzt, das Schild hier beschworen hätte. Dieses Jahrtausend-Schild, das gab es mal bei McDonalds als Yu-Gi-Oh-Karte. Es gab mal bei McDonalds in Amerika und so, da gab es Yu-Gi-Oh-Karten manchmal bei McDonalds. Finde ich übrigens cool. Finde ich schade, dass das bei uns nicht gab. Und da gab es dieses Jahrtausend-Schild. Toll, jetzt kann er die ganze Zeit nichts machen. Das Gute ist, wenn ich den hier flippe, wird ein Monster zerstört. Ich habe hier die Karte, um ein Monster zu zerstören. Ich habe hier die Karte, an der kommt er wahrscheinlich nicht vorbei. Das Geile wäre jetzt nur, wenn er jetzt irgendwie so ein super starkes Monster spielt. Aber ich habe Fallgrube. Oh oh. Hä? Was kann die nochmal? Die ist gut, glaube ich. Hä? Okay, rabe ich nicht, aber egal. Wenn ich jetzt angreife, dann gewinne ich. Ne, dann gewinne ich nicht. Doch, dann gewinne ich wohl. Ne, gewinne ich nicht. Ich ziehe da nur 700 ab. Oh, ich mache jetzt einfach YOLO. Nächtlicher Angreifer. Tschüss. Schon, jetzt bitte. Lass mich gewinnen. Oh oh. Nein, Spiegelkraft. Scheiße. Boah, ist das spannend. Kacke. Ich habe das Gefühl, dass ich noch verlieren werde. Ich hoffe, dass er mein verdecktes Monster irgendwie angreift, aber der macht einfach nichts. Wir haben auch noch gleich viele Karten im Deck und ich bin zuerst dran, deswegen werde ich zuerst verlieren. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen, welche Karte würde mir helfen? Was könnte mir jetzt helfen? Pingensoldat ist gut. Vorheiliges Begräbnis, Kreaturentausch. Puh, was wird mir denn jetzt helfen? Was hätte ich denn zur Wahl auf dem Friedhof, weil ich wiederbeleben kann? Nicht viel, oder? Außerdem kann ich die Karte eh nicht benutzen, weil ich habe nur noch 7 Lebenspunkte, ist mir gerade aufgefallen. Dann würde ich sagen. Noch eine Verteidigung wäre eigentlich nicht schlecht, ne? Oder hier den. Ich glaube, ich hole mir den Pinguinsoldaten. Gott, hoffentlich funktioniert das. Hoffentlich war das keine dumme Idee. Die Musik ist cool. Nein! Nein! Schnell. Oh Gott, ist das gefährlich. Oh oh. Nein, mein Mofi ist auch tot, ne? Ja, super. Bitte ein Monster. Wenn ich jetzt ein Monster ziehe, habe ich gewonnen. Hoffe ich zumindest. Oh Gott. Komm, bitte. Komm schon. Oh oh. Ich hab so Angst. Bitte. Ja. Ja. Oh, ich hab gewonnen, Gott sei Dank. Das Duell war echt mein Grauen. Ich hoffe nicht, dass die ganzen anderen Duelle, die noch kommen, genauso schwer sind, ey. Und ihr müsst mal bedenken, das war das erste Duell. Das erste Event-Duell. Das war so richtig schwer einfach. Boah, so krass. Habe ich eigentlich den Timer gestartet? Standardfrage.
Ja, habe ich. Boah, Gott, ey. Das war ganz schön spannend. Ah, wie konnte ich nur... Was? Wie konnte nur der Supreme King besiegt werden? Hätte die nicht wenigstens der da hinschreiben können? Vor allem, ich befinde mich gerade an dem Ort Brücke. Aber die Dunkelheit von The Supreme King kann, zusammengeschrieben King Khan, nicht einfach entfernt werden. Die Dunkelheit im... Was? Im Herzen wird aus Einsamkeit geboren. Und bleibt sie dort, macht sie Supreme King noch stärker. Mein Gott, ich mir beim Supreme King den Gang gibt. Warte, nicht mal ein Duell gewinnt, reicht ihn zu stoppen. Ein Duell gewinnen, ja genau, das ist natürlich super cool. Auch wenn man so psychisch gestört ist oder so, machst du ein Duell gegen den, dann ist er direkt wieder gesund. Keine Chance, kein Duellant kann The Supreme King aufhalten. Boah, diese Schreibfehler sind einfach richtig eklig. Was tust du da, Dominik? Los, abhauen. Hä, was passiert denn jetzt? Oh nee. Hä? Jeder hatte Angst vor mir, als The Supreme King. Jeder außer du. Du bleibst furchtlos angesichts des Bösen. Ich war so ängstlich, ich habe nur überlegt, wie ich raus kann. Axel, wo kommst du denn her? Sorry, ich lief hier zufällig vorbei. Hatte nicht vorzulauschen. Ich habe wichtige Dinge in dieser Dimension und alledem gelernt. Wie ich mit meinem Herzen gegen die Dunkelheit kämpfe, die Kraft richtig benutze. Und Jim riskierte sein Leben, um mir den Glauben an Freundschaft zu geben. Axel, hast dein Leben riskiert, um mich aus der Dunkelheit zu holen? Ich habe in der anderen Dimension dazugelernt. Die Bedeutung und Schwierigkeit, andere und sich selbst zu schützen. Ich denke genauso, Jaden. Die Erfahrung hat mich wirklich wachsen lassen als Mensch. Sollte ich euch jemals wieder in Gefahr bringen, dann gehe ich fort von dieser Insel. Jaden, im Ernst? Ja, aber sag's nicht weiter. Ich will nicht, dass sich alle Sorgen um mich machen. Mein Gott, dass sie sich Sorgen machen. Versprich es, okay? Ja, okay. Erzählt er das mal irgendeinem random Typen. Ja, aber erzähl das keinem, ne? Das ist voll das Geheimnis und so. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal hier hin und kaufen uns jetzt nochmal ein paar Jaden-Booster. Obwohl, er ist ja gar keiner, ist ja Schulzeit, ne? Oh, Mist, das vergesse ich jedes Mal. Ist hier denn wenigstens jemand, gegen den ich ein Duell machen kann? Bah, ist einfach niemand. Niemand! Toll. Dann gehe ich aber jetzt zum Büro. Weil jetzt kann ich mir die Karte abholen. Eben ging das nicht. Weil da war es schon zu spät. Aber jetzt müsste hier irgendwo die Karte rumgammeln. Ah, da. Hä? War die nicht irgendwie unsichtbar? Samurai Iru. Ist hier sonst noch was? Nö. Ich könnte jetzt einfach hier hingehen. Ist auch geil. Hier sitzt der Chef, der Kanzler, an so einem Tisch mit nix. Kein Computer oder so, oder irgendwie Zettel oder so, oder Bücher oder sonst irgendwas. Einfach nix. Der muss bestimmt gern Zeit arbeiten. Wo waren wir denn noch nicht? Ich war hier noch gar nicht. Aber da wird auch kein Duellant sein, ist mir aufgefallen, dumm. Aber egal, wir können jetzt trotzdem mal dahin gehen. Und uns das so angucken und die Karten hier aufsammeln. Die Fremdenführer halten. Lame. Hi. Die Leute hier bringen, glaube ich, gar nichts. Die einzigen Leute, die was bringen, sind hier die. Ich könnte hier auch mal was machen, ist mir gerade aufgefallen. Und zwar kann ich mal an diesen, hier, Kartenkonverter gehen. Ah ne, da war die Passwortmaschine, wirklich dumm. Mist. Also hier kann man jetzt so ein Passwort auf so einer Karte eingeben. Falls ihr gerade eine Yu-Gi-Oh! Karte oder so zur Hand habt oder einfach eine googeln, möchtet, also, dann seht ihr unten links in der Ecke, dass da so ein kleiner Code ist und den kann man hier eingeben. Das werde ich vielleicht offscreen mal machen bei irgendwelchen Karten, die ich brauche. Mir fallen gerade keine ein. Nein, ich will jetzt nichts machen. Hä? Ich will nicht... Achso. Passwort abbrechen, ja. Tschüss. Ich will nämlich hier was machen, bei diesem Kartenkonverter. Da kann man nämlich Karten reinschmeißen und wenn man eine bestimmte Anzahl reingibt, dann kommt halt eine Karte raus. Und je nachdem, wie viele oder wie gute Karten man da reintut, kommt halt eine geile Karte zurück. Und das werde ich jetzt einfach mal zeigen, weil das habe ich beim letzten Mal auch, glaube ich, nur einmal oder so gemacht. Und das hat das Spiel abgestürzt oder so. Und das war ein bisschen schade. Okay, ich stopfe jetzt einfach mal alles, weil ich mehr als dreimal habe da rein, weil da brauchen wir eh nicht. Man kann ja Karten sowieso nur dreimal benutzen. Okay, leider scheine ich jetzt gar nicht so viel zu haben. Ja, ist ein bisschen doof. Scheiße, ich habe echt voll wenig Karten. Ma, WTF. Ich habe ja von allem nur eine oder so. Gut, ich habe mir auch jetzt eigentlich voll wenig Karten bis jetzt gekauft, ne? Ah, okay.
die da einmal weg, die da einmal weg. Die da kann zweimal sogar weg. Die auch. Die auch einmal. Da Neos auch ein bisschen seltener ist, wird halt jetzt auch diese Insgesamtzahl oder die insgesamte Seltenheit der Karte, die ich bekomme, erhöhen. Ich denke, wenn man da nur so goldene Karten oder so reintun würde, würde man einfach so eine richtig gute Karte bekommen. Man kann übrigens bis zu 99 Karten da reintun. Und eigentlich lohnt es sich auch nur, wenn man da richtig viele Karten reintut. Aber ich habe jetzt irgendwie gerade nicht so viele. Ich meine, ich könnte zwar einfach Karten reintun, die ich nicht brauche, aber ich will einfach alle mal behalten, damit ich so... Ja, kann so viele Karten wie möglich, so viele verschiedene Karten wie möglich habe. Ich tue jetzt erstmal nur so viele da rein, die ich nicht brauche. Okay, hier die habe ich oft genug. So, ein Heldenorden, dann die. Ich werde mein Deck jetzt, denke ich, auch wieder wechseln. Auch wenn ich dann wieder ein bisschen verlieren werde. Oder ich spule jetzt, glaube ich, direkt bis zum Turnier vor. Weil alleine verliere ich ja sowieso irgendwie immer. Kinderwächter. So, Kokongruppe. Und ich speichere gleich auch erstmal, damit ich diesen scheiß Kampf dann nochmal machen muss, falls die PSP jetzt abkacken sollte oder so. Da, jetzt kommen die ganzen Karten, die ich doppelt habe. So. Ist immer ein bisschen zeitaufwendig, das hier. Das habe ich auch meistens immer offscreen gemacht. Aber ich wollte euch jetzt erst einmal zeigen. Weil wenn ich jetzt alles offscreen mache, ist das auch ein bisschen doof. Falls ich was übersehe, dann tut mir übrigens auch leid. Ich habe jetzt gerade irgendwie, keine Ahnung, mit so tolle Augen, mein Gehirn ist gerade irgendwie tot. Es ist zu spät am Abend. Und dann will ich nachts aufnehmen, ne? Ist klar. Wir haben Glowmoss. Marinedolphin. Ach, hier, das ist dieser Marinedolphin. Der Name dieser Karte wird als Nebeltraum Aquadolphin behandelt. Die Karte kann nicht als was an den du Nex einmal. Ach so. Ja, wie dumm. Irgendwie ist die Karte voll unlogisch und dumm. Keine Ahnung. Viel zu kompliziert zu beschwören. Ist wie dieser Elemental Neo Bubble Man. Viel zu kompliziert und kann dann einfach nichts. Richtig doof. Boah, ich habe von jeder Karte nur eine Scheiße. Da. Sammle deinen Geist. Die Neo-Karten kamen schon, ne? Hab ich irgendwie auch mit 8000 von, schade. Ah. So. Ich bin auf einmal so müde. Oh, da. Super Junioren-Konfrontation. Ach, die ist sogar in Jaden's Pack drin gewesen, glaube ich. Das hätte ich die nicht so oft. Bei Jaden's Pack habe ich mir eigentlich am meisten gekauft. So, gleich durch. Ah, oh, was ist denn hier? Ach, die ganzen verpuppten Karten, cool. Davon habe ich 8000 Stück. Ist auch geil, von dem verpuppten Mole habe ich 10.000, aber ich Grand Mole nicht ein einziges Mal. So, oh, die habe ich tatsächlich sogar nur dreimal. Alle. Okay. Da noch eine. Boah, ich habe ja fast sogar die 99 zusammenbekommen, hätte ich jetzt nicht gedacht. 3, 4, 5, 6. Ah, stimmt. Fast geschafft. Ich könnte jetzt natürlich noch so viele Karten zusammenkratzen, dass die da reinpassen, die 99, aber ich weiß nicht. Oder soll ich das machen? Nee, komm. Das dauert zu lang. Oh, ich habe schon gerade gedacht, ich hätte das abgebrochen, weil ich aus dem B gedrückt habe, anstatt irgendwas anderes. Oh Gott, das dauert jetzt auch wieder ein bisschen. Ha, nochmal schön weit getrunken. Konvertiere Karten. Jetzt sieht man die ganzen Karten da reinflattern. Bum, bum, bum. Jetzt stürzt bestimmt wieder das Spiel ab, so wie beim letzten Mal. Ich wollte auch speichern, ich Trottel. Was zur Hölle war das? Meistens kommen da einfach richtig scheiß Karten raus, müsst ihr wissen. Oh, die ist eigentlich gar nicht so schlecht, die Karte. Aber die hole ich jetzt nicht rein. Aber hier bekommt man halt Karten raus, die man anders irgendwie, zum Beispiel, glaube ich, gar nicht bekommen würde.